Hey Leute, ich bin heute in Stuttgart mit Fortis und wir haben uns gedacht, wir drehen heute ein ganz spezielles Video. Und was wir heute drehen, das sagt euch jetzt kurz der Fortis. Wir haben Obdachlosen eine kleine Freude gemacht. Wir haben ihnen ein Sixer Wasser gekauft, wir haben Bananen gekauft, Geld dazu gegeben und wir haben noch Milchschnitten gekauft, was Süßes für die. Und da morgen Feiertag ist, haben wir das Ganze gemacht, was dabei rausgekommen ist. Wenn ihr einfach Leute auf der Straße seht, denen es nicht so gut geht und so weiter, dann gebt denen wenigstens eine Kleinigkeit, auch wenn es nur 20 Cent sind oder 5 Euro. Die freuen sich einfach über jede Kleinigkeit und ihr könnt damit den Menschen einfach helfen, weil für euch ist es nicht wirklich was, aber für diese Menschen ist es schon einiges. Schaut einfach, dass ihr in Zukunft öfters mal was abgebt von euch, dass ihr ein bisschen teilt mit der Welt. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle sind wir raus. Viel Spaß mit dem Video. Macht's gut. Wir alle können uns glücklich schätzen, in einem Land wie Deutschland wohnen zu dürfen. Deutschland ist ein sehr strukturiertes und auch ein sehr sicheres Land. Wenn man an seinen Träumen und Zielen festhält, dann kann man hier auch alles erreichen und auch alles schaffen. Manche Menschen hier hatten aber nicht so viel Glück und sitzen heute auf der Straße. Im Jahr 2015 waren es 284.000 Menschen, die auf der Straße gesessen sind. Im Jahr 2016 schätzt man, dass ungefähr 380.000 Menschen auch obdachlos werden und dann auf der Straße landen. Der Mann mit der roten Käppi hat uns erzählt, dass er finanzielle Schwierigkeiten hat, aber nicht obdachlos sei. Als wir ihm die Lebensmittel und das Geld überreichten, war er so glücklich und hat die ganze Zeit gesagt, Gott hat mich erhört, Gott hat mich erhört. Dankeschön, Dankeschön. Und als wir gesehen haben, wie glücklich er danach war und wie wir ihm helfen konnten, dann hat es uns natürlich auch glücklich gemacht, dass wir einem Menschen helfen konnten. Und das ist das, was ich euch mit diesem Video zeigen möchte, dass ihr mit ganz wenig schon einem Menschen helfen könnt. Der Mann beim Baum hat uns erzählt, dass er schon seit er 19 Jahre alt ist, auf der Straße sitzt. Inzwischen ist er 38 Jahre alt, sprich er ist seit 19 Jahren auf der Straße. Er hat uns erzählt, dass das Leben auf der Straße sehr hart ist und dass er vor 2 Jahren schon mal Besuch von YouTubern bekommen hat, die ihm dann T-Shirts geschenkt haben und Lebensmittel. Welcher genau das ist, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass es ApoRed war. Wer auch sonst. Jedes Mal, wenn ich durch die Straßen laufe und ich sehe Obdachlose mit Tieren, dann tut es mir immer besonders weh, weil ich eigentlich sehr tierlieb bin. Und deshalb habe ich ihm auch noch extra mehr Geld gegeben, dass er dem Hund Hundefutter kaufen kann. Zudem hat er sich sehr über die Lebensmittel gefreut. Und ich denke mal, das war heute auf jeden Fall eine gute Tat, die wir da gemacht haben. Und werden es natürlich auch weiterhin tun, natürlich aber ohne Video. In diesem Video sind natürlich nicht alle Szenen vom ganzen Tag drinnen. Aber ich denke, die Szenen, die zu sehen sind, sagen eigentlich schon alles aus, was wir euch mitgeben wollten. Teilt einfach mit den Menschen, die etwas weniger haben. Ihr könnt schon mit einer ganz kleinen Tat, selbst wenn es nur 20 Cent sind, schon was ganz Großes vollbringen. Fotti und ich haben uns einfach nach diesem Tag richtig gut gefühlt, weil wir einfach gemerkt haben, hey, wir haben heute echt was Gutes getan. Normalerweise spenden wir nur Geld, aber auch das ist ja schon was Gutes. Aber dadurch, dass wir heute Geld und was zu trinken und was zu essen gespendet haben, fühlen wir uns eigentlich sogar noch ein Stück weit besser und wir konnten einfach Menschen helfen und das ist schon mal was ganz Tolles. Ich hoffe, dass ihr in Zukunft eure Augen etwas weiter aufmacht und der ein oder anderen Person weiterhelft, der es vielleicht nicht so gut geht. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, natürlich auch über ein Abo, um nichts weiter in Zukunft zu verpassen. Und ich würde sagen, ich bin raus. Passt auf, dass ihr nicht abstürzt und bleibt immer anständig.